Hallo Leute und willkommen auch heute noch zu einer kleinen Eilmeldung zum Samstagabend. Ja, ihr habt es vernommen, es gab kein Nachmittagsfernsehen. Ich denke, der Grund dafür ist in meinem Aufzug relativ gut zu erkennen, wobei ich dazu sagen muss, viel anders als sonst sehe ich eigentlich auch nicht aus. Naja, ihr könnt es erahnen, worauf ich hinaus möchte. Wir hatten heute ein relativ großes Event, waren eine ganze Weile unterwegs. Ich saß den Nachmittag über auf dem Pferd, ne? Bedeutet, ich bin gerade eben erst zu Hause eingeritten, mehr oder weniger im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pferde haben wir natürlich unterwegs am Stall noch rausgesetzt. Und jetzt habe ich mir eine kleine Meldung rausgesucht, denn im Anschluss muss ich mich erstmal umziehen. Irgendwann ist dann vielleicht auch irgendwann mal wieder angenehm, was etwas weniger Klamotten anzuhaben als, naja, die kampftaugliche Version. Und ich bin am Verhungern und zwar so richtig. Warum erzähle ich euch das? Weil wir zwar noch ein Flöckchen machen wollen, ganz so lang, ganz so spät wird es wahrscheinlich heute nicht werden, weil ich nachher am Sonntag direkt wieder ziemlich früh los muss und dann wieder volles Programm ganzen Tag überhaupt, nämlich zuerst einen Springlehrgang und anschließend wieder Mittelalter-Kavallerie-Training. Heißt, da gibt es auch kein Nachmittagsfernsehen, aber trotzdem ein kleines Mitternachtsfernsehen werden wir sicherlich anpeilen, wenn es auch nur eine halbe Stunde wird. Wir werden uns noch live sehen, ich versuche nicht einzuschlafen, aber zuerst muss ich Essen fassen, Marsch tun. Jetzt aber die Meldung. Denn es geht jetzt nicht darum, wann ich was futtere, sondern wir gucken mal zum MDR. Und die haben einen Bericht, da habe ich echt gedacht, ich höre nicht richtig. Heute Morgen schon im Radio, als ich losgefahren bin. Ich habe es auf 105 Spreeradio schon gehört. Und jetzt, als ich gerade nach Hause gekommen bin, mein Handy mal zur Hand genommen habe, lag ich die ganze Zeit im Auto, ich habe nichts mitbekommen den ganzen Tag über. Als ich mein Handy dann in die Hand genommen habe, ist mir das ziemlich schnell ins Auge gesprungen. Die Bildungsministerin, zu der ich im letzten Vlog noch gesagt habe, ja, irgendwie hört man wenig von dir, die hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist ja an sich eher was Positives. Die kommt jetzt mit Irrsinn um die Ecke. Also künftig wird sie wohl etwas häufiger erwähnt werden. Also kann ich mir vorstellen, dass sie, wenn sie diesen Irrsinn durchzieht, dann öfters mal Bestandteil der Flöckchen ist, sodass man sich den Namen dann auch merken kann, ohne wie ich vorher nochmal schnell nachzulesen, wie die Dame nun heißt. Und zwar möchte die Bildungsministerin da künftig dafür sorgen, dass Schulen den Kriegsfall proben. Ja, die Schüler müssen gefälligst besser auf Zivilschutz vorbereitet werden. Unter anderem Naturkatastrophen, Kriege, Pandemie-Mimis und was es noch alles so geben könnte. Das käme an deutschen Schulen ja viel zu kurz, kann sie überhaupt nicht verstehen und Vorbehalte gegenüber irgendwelchen Kriegsspielchen an Schulen kann sie auch nicht verstehen. Da müsse nachgebessert werden, da muss dafür gesorgt werden, dass künftig zwar kein eigenes Schulfach dafür entsteht, aber die Schüler zumindest die Lerninhalte vermittelt bekommen. Bald heißt es dann also an Absurdistan für die Schulen, offensichtlich alle in den Keller, wir haben Bombenalarm. Das gab es schon einige Male in diesem Land, war meistens nicht so schön und in der Regel dann, wenn ein totalitäres Regime an der Macht war, wenn man seine Schüler also aufmarschieren lässt, militärische Inhalte an Schulen bringt, naja, dann wird das selten in freien Demokratien vorangetrieben. Das nur so als kleiner Einwurf von der Seite, aber wenn die FDP schon ins Rennen geht mit der Message, Spitzenkandidaten der EU-Parlament, Oma Courage, naja, Theaterstück von Brecht, wenn ich mich nicht irre, Mutter Courage, mal googeln, was die gute Dame so gemacht hat und wie die zum Krieg stand, dann kann man da doch etwas skeptischer an das Ganze herangehen. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Die FDP will auch noch etwas mehr. Es soll nicht dabei bleiben, dass man nur in Anführungszeichen nun an Schulen Krieg spielen will. Nee, man möchte weiterhin die Bundeswehr präsenter haben in der Schule. Das ist eine FDP-Forderung, habe ich ja gerade schon angesprochen, FDP. Die FDP will nämlich, dass künftig noch deutlich häufiger Jugendoffiziere zur Schule kommen und dann vermitteln, was denn die Bundeswehr zur Verteidigung des Landes beiträgt, wie wichtig die doch wäre. Also, dass man Informationen vermittelt, Bundeswehr vorstellt. Ja, sinnvoll. Dass man aber Schüler nun offensichtlich auf Kriegskurs drillen will, da habe ich dann doch, habe ich was dagegen, um das mal ganz platt auszudrücken. Und ich glaube, die Chefin auch, denn das ist einfach nur ein weiteres Beispiel für den immer stärker voranschreitenden Irrsinn. Wisst ihr, wie man das verhindern könnte? Wie man es vermeiden könnte, dass jetzt Kinder schon Bombendrogen spielen sollen oder Luftalarm spielen sollen, indem man vernünftige Neuwahlen ansetzt, die Ampel geschlossen zurücktritt, sie bekommen sowieso keine Mehrheit mehr und man sich anschließend eventuell aus fremden Konflikten schlichtweg raushält, dann müsste man die Schüler nicht einen Kriegsfall proben lassen. Die Gesellschaft müsste ja viel besser auf Krisen vorbereitet werden. Also Naturkatastrophen, ja, gehe ich absolut mit. Sinnvoll.
was wir die vergangenen Jahre erlebt haben, von wegen Pandemie, gehe ich schon nicht mehr mit, denn das, was da stattgefunden hat hierzulande, das war jenseits von Gut und Böse, vor allem kaum irgendwie rational zu rechtfertigen. Da ist so viel Irrsinn abgelaufen, so viel Machtgeilheit und Verlogenheit hat sich zugetragen, nicht nur in der großen Politik, auch der ein oder andere kleine Hobby-Sheriff ist voll auf seine Kosten gekommen, wenn er die Nachbarn verpfeifen konnte, weil sie einen Besucher zu viel in ihrem Wohnzimmer hatten. Das, was 3 Jahre lang unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes hier abgelaufen ist, das war wirklich hanebüchen und das ist vorsichtig formuliert. Zum Thema Kriegsspiele, naja, da nochmal der Hinweis, wenn man sich nicht in fremde Kriege einmischt, dann ist man in der Regel auch keine teilhabende Partei und kommt auch nicht in die Bedrängnis, dass man da im Zweifel selber mit in unschöner Art und Weise konfrontiert wird. Wäre aber zu leicht, nicht wahr? Nee, die Krallen bleiben drin. Geh mal weg, Junchen. Wenn die Krallen in den Sessel kratzen, dann schieb ich dich weg von der Lehne. Aber zurück zum MDR-Bericht. Offenbar ist das ernst gemeint von der Bildungsministerin. Was soll man dazu noch groß erzählen? Die Dame will die Schüler auf den Ernstfall vorbereiten. Man würde ja damit viel zu verklemmt, nee, ich habe die richtige Formulierung nicht mehr im Kopf, aber man würde ja da viel zu zögerlich rangehen. In anderen Ländern wäre da ja ein viel natürlicherer Umgang mit solchen Sachen. Jo, es war im Dritten Reich übrigens ganz normal, die Schüler militärisch zu drillen und auf Kriege vorzubereiten. Das war in der DDR nicht ungewöhnlich. Da hat man die Schüler mitunter auch mit Gasmasken aufmarschieren lassen und Handgranaten werfen, üben lassen. Also ganz, ganz große Kacke. Was für Kinder nun wirklich nicht geeignet ist. Aber im besten Absurdistan aller Zeiten wird es vielleicht demnächst wieder eingeführt, der morgendliche Fahnenappell und nachmittags wird das Handgranatenweitwerfen simuliert. Also man krapscht sich an den Kopf. Ah nein, sie wollen ja nur üben, Zivilschutz betreiben. Mhm. Zivilschutz wäre an der Stelle, die Bevölkerung vor dieser Marodierung zu schützen. Aber gut. Naja, Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Wahlen, mit etwas Glück im nächsten Jahr. Und hoffentlich ist die Hampel dann Geschichte. Sofern da noch ein Land vorhanden ist, wo noch gewählt werden kann. Weil das steht ja vielleicht auf einem anderen Blatt. Aber damit soll es das erstmal gewesen sein für die Eilmeldung. Ich bin hungrig, da kommt noch der Flattes Ted. Ihr habt uns also mal alle drei im Bild. Kommt auch relativ selten vor. Und dann hoffe ich, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vor dem Themenzettel nicht einschlafen werde. Aber es wird sicherlich ein überschaubares Fleckchen. Trotzdem wollen wir uns natürlich auch am Wochenende live sehen, nicht wahr? Und am Montag gibt es dann noch wieder Nachmittagsfernsehen. Aber jetzt das Wochenende ist einfach so vollgepackt mit Veranstaltungen, da komme ich nicht dazu. Ist unmöglich. Muss ich, glaube ich, keinem erzählen, wenn wir da von morgens um 8 bis abends um 21 Uhr außer Haus sind. Ja, was soll ich denn da ein Video machen? Und ist ja nicht so, dass wir irgendwo Eier schaukeln in der Karibik. Wir waren mit Pferden unterwegs, wir haben da eine riesen Logistik dran gehabt. Wir sind auf den Pferden auch ein bisschen rumgeritten. Hatten also auch da gut zu tun. Und da kann man nicht nebenbei nochmal eben ein Flöckchen vorbereiten. Geht einfach nicht. Und ich hätte nicht mal die Möglichkeit, ein Handy dabei zu haben, lag alles die ganze Zeit im Auto, denn habe nicht ganz so viele Taschen. Hat also alles nachvollziehbare Gründe, deswegen hoffe ich, dass ihr nicht enttäuscht seid, dass es jetzt erstmal nur die kleine Meldung gibt und ich jetzt erstmal weiter noch ein bisschen anderes machen muss. Essen, umziehen und dann Flöckchen vorbereiten. Deswegen bis später dann. Und ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Samstag, denn ich kann mich nicht beklagen. Im Gegenteil, war richtig, richtig super.